Und weiter geht's mit einer neuen Folge hier in New World. Heute sehen wir mal zu, dass wir bei den Marodeuren den Kommandantenruf freischalten bzw. die Quest erledigen und uns dann zum Kommandanten der Marodeure vorarbeiten. Ja, in den letzten Tagen ist dann endlich mal wieder viel passiert. Wir konnten die 45er Instanz absolvieren. Wir haben viel noch gequestet und auch die Hauptstory weitergemacht. Dazu haben wir dann endlich geschafft, den Azoth-Stab auch auf Stufe 4 hochzubringen. Ja, und nebenbei ging es dann eben weiter eben ja, bei den Fraktionstafeln natürlich auch hier ordentlich Ruffarmen. Und dabei ist das Level 5 sozusagen oder das Ansehen auf 49.000 hochgeschossen. Wir haben jetzt quasi die letzte Stufe erreicht und damit dann auch die Chance, jetzt die Quest hier zu absolvieren. Und die schauen wir uns mal im Detail an. Hier, Marodeursaufstieg, Kommandant, da ist sie doch schon. Reise nach Ebenmaß, da bin ich bereits, da habe ich auch zuletzt sehr viel gequestet und gefarmt. Und schließe die Kommandantenprüfung ab. Alles klar, heften wir das Ganze mal an. Und dann schauen wir mal, wo das Ganze denn sein soll. Ja, und wenn wir dann auf der Map schauen und auch hier unter Ziele schauen, sehen wir hier zweierlei Kommandantenprüfung. Einmal hier das mit der 1 markiert. Und zum anderen Marodeuraufstieg, hier ist es, kein bestimmter Ort, mit der 3 markiert, wobei die 3 gar nicht zu sehen ist. Und ich reise jetzt als erstes hier hin, absolviere jetzt mal hier diese Kommandantenprüfung. Diese Quest war jetzt gerade nicht markiert, ich habe sie selber jetzt gerade hier nochmal aktiviert, dass man sie auch in der Seite sieht. Und ich bin gespannt, ob das die richtige Aufgabe ist. So, ich bin jetzt einfach hier die Berge ein wenig runtergesprungen und stehe jetzt hier oben drüber und hier links in diesem Gebäude. Ist das hier eher? Das muss eher hier sein. Steht dann, besiege die verderbte Zerstörerin Silas. Okay, um dich als Rang eines Kommandanten würdig zu erweisen. Und spricht danach mit dem Dude. Jetzt gehe ich natürlich eher davon aus, dass die hier in diesem großen Gebäude ist. Gucken wir mal, da unten stehen auch schon Level 60er. Level 60er Mobs. Sieht man von hier aus was? Ich gehe nochmal ein bisschen näher dran. Und ich würde sagen, Ninja-mäßig springen wir da gleich einfach rein. Und dann zack, zack, Attacke Vollgas. Alles 60er Mobs, also ich würde sagen, nicht zu viele Pullen, auch da wieder. Ja, versuchen wir es einfach von hier oben. Und schleichen uns da so langsam rein. Machen hier richtig einen auf Auftragsmord. Schönen guten Tag. Das war sehr elegant gelöst. Ich dachte, ich springe da aufs Zelt. Das war wohl nichts. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt habe ich auch noch einen Schützen hinten im Nacken. Und die sind echt mies hier. Weil die hauen halt echt gut rein, ey. Also zum einen halten die Dudes hier viel aus. Mit ihrem ollen Schild. Und die Schützen, die machen halt zusätzlich nochmal richtig Aua, ey. So, zwischendurch ein bisschen heilen. Und dann klappt das auch wieder. 100 Zergen mit seinem Schild. Jawolski. Komm, gib ihm. Ja, auf dem Weg dahin sind auch einige... Hoppala. Einige von diesen Schützen. Deswegen auch da... bin ich deswegen eben auch direkt runtergesprungen hier. Bin die einfach umgangen. Und ja. Ich meine, das Runterspringen gerade hier in der Area... Werdet ihr schnell feststellen. Einfach mal machen. Man verliert. Also ich habe bisher irgendwie maximal 50% Leben verloren. Ist wirklich recht entspannt. Und das war eine Höhen unnormal hoch. Also wirklich unnormal hoch. Gerade wenn man hier oben in diesem Tempelbereich ist. Bergtempel. Und dann kann man vom Bergtempel aus, von so einer Klippe, hier runterschauen. Man sieht quasi von
winzig klein, die gesamte Siedlung unten runterspringen, man überlebt das schon. So, jetzt gucken wir mal, gibt es hier einen Eingang? Das sieht doch schon wieder so aus. Und da oben hatten wir auch gerade eine Anzeige. Da, aber das ist einfach nur normaler Mob. Ich gehe mal rein. Ich wurde gesehen, okay. Dann hoffen wir den erstmal, wir ziehen ihn erstmal ran, dass der andere nicht auch noch kommt. Und dann kriegt er hart. Im Nahkampf kann man die natürlich auch gut platt machen. Das heißt, wenn ihr als Nahkämpfer hier unterwegs seid, einfach rein da und gib ihm. So. Und dann schleichen wir da mal hoch und gucken mal eben eine Runde. Musketen. Das sind nicht die, die wir wollen. Aber hier ist eine schöne Truhe. Naja. Da müssen wir doch gleich nochmal woanders gucken. Irgendwo muss ja ein so ein Dude sein. Ei, ei, ei. Direkt mit der Brandmunition einen draufgebrannt, ey. So. Na, das ist doch nett. Auch noch schönes Holzfällerhemd. Wenn das so im Bereich von plus 4% besseren Loot ist, dann bringt das auch ordentlich Kohle. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es hier verkehrt. Oh, 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 hier ist er. Ach du Schande. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Jetzt machen wir erstmal ihn hier platt und ich muss schnell rein. Alter, das wird sonst nichts. Ei, ei, ei. Was ist er denn für... Ei, ei, ei. Ui. Huch. Damit habe ich ja gar nicht jetzt gerechnet. Und ich habe meinen Frostikus nicht dabei, ey. Verdammt. Ich muss mal hier eben nochmal raus. Das ist so nix. So. Kriegen wir den vielleicht als erstes platt. Vor allem muss ich gleich mal heilen, ey. Wenn die mir jetzt gleich von allen Seiten... Und gerade solche Kellen auf dem Pelz brennen. Immer schön ausweichen, vorwärts rollen, rückwärts rollen. Das ist halt auch der Vorteil, den man ausnutzen muss als Stoffi mit leichter Rüstung. Und da kommt noch einer. Ach du Schande, Alter. Ach, und da kommt noch einer. Ne, warte mal, das müssen wir anders machen. Ich kann hier nicht hüpfen. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Und noch einer. Hüpf doch da weg. Ich muss mal irgendwie versuchen zu resetten. Ei, ei, ei. Wobei, die Bogenschützen kriege ich eh nicht resettet. Die Fernkämpfer, die werden die ganze Zeit weiterschießen. Aber die anderen wenigstens, dass die nicht mehr... Alter! Dass die nicht mehr hier reinhauen. Und sie sind weg. Und damit kann ich mich dann um den Schützen da oben kümmern. Und danach den Boss im... Solo machen. Das geht ja so nicht, Alter. Falter. So, da ist er. Der feiert da gerade seine Muni richtig ab. Und ich schieße ihm einfach jetzt hier mit schnellen kleinen Schüssen. Baller ich ihn jetzt einfach mal eben runter. So. Jetzt. Hier haben wir doch ein bisschen Platz. Hier können wir uns gleich ordentlich auslassen. Also Attacke auf den Boss. Und man kann hier sogar noch ein bisschen im Kreis rennen. Heppa, Herr Wolski. Eieiei, der ist aber auch aggressiv, ey. Was hat er denn für ein Problem? So, gib ihm. Ei, ei, ei. So, ja, wieder hier zurück. Immer schön hochheilen. Zack, und ausweichen. Jawohl, du machst das schon. Ja, ich glaube, der im Nahkampf ist wirklich ein bisschen tricky. Aber ihr Nahkämpfer, ihr wisst ja schon, wie man damit klarkommt. Ich meine, als Fernkämpfer ist einiges recht leicht, muss ich ja wirklich sagen. Also man kann viele Mobs relativ einfach so kiten und auf Entfernung kaputt machen. Das läuft schon mal ganz gut. So, Aufgabe erledigt, Kommandantenprüfung. Und jetzt heißt es, sprich mit den Lionel Hartford. Das war der Dude oben in der City. Und da rennen wir jetzt natürlich wieder zurück. Ich werde den Teleporter nutzen und dann bin ich auch gleich wieder da oben. Bis gleich. So, und da sind wir hier auch schon
angekommen beim Hartford. Und was sagt er? Erledigen. Und ja, es ist soweit. Ist es soweit? Ja, Kommandant ist frei. Ich habe auf so ein Tete-Tete gewartet und da kommt gar nichts. Aber tatsächlich, es ist soweit. Jawolski, hiermit haben wir jetzt endlich die absolut mächtigen Level 60 Items freigeschaltet. Sehr, sehr geil. Und noch eine ganz wichtige Sache, auch nochmal danke an die Community. Es gibt hier, wenn man mit diesen Items nicht so ganz zufrieden ist oder man möchte was umändern, es gibt ja noch diese Marken im Soldatenbereich hier. Mir fehlte zum Beispiel etwas für richtige Heiler. Und da gibt es dann eben diese Marken hier zum Beispiel, dass man diese Marodeursklamotten umwandeln kann. Und hier steht es zu Konzentration und Konstitution. Und das sind eigentlich gerade genau die Werte, die ich suche. Denn ich habe mich schon so ein bisschen darüber geärgert, dass hier bei den... Wo haben wir es hier? Ist das Stoff? Genau. Dass hier bei den Stoffklamotten nur Int und Konzentration drauf ist. Ich nutze quasi gar kein Int. Und habe einfach nur auf Leben quasi geskillt, beziehungsweise meine Klamotten auf Leben ausgerichtet. Und eben Konzentration. Konstitution, Konzentration, damit man eben in der Instanz ein bisschen mehr Leben hat und trotz allem eben auch noch ordentlich heilen kann. Jetzt bin ich natürlich ganz froh, dass ich das umwandeln kann. Diese Marken hier gibt es in verschiedenen Varianten. Leider gibt es die nicht in der klassischen Tank-Variante mit viel Leben und Stärke. Das gibt es leider nicht. Gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Hier gibt es Geschick, hier gibt es Int und Konstitution. Und doch, Konstitution und Stärke gibt's. Aber wenn man hier reinschaut, wie war denn das bei den Tankklamotten? Die gibt es ja zweimal, die gibt es ja special hier. Genau, komplett nur auf Konstitution. Ne, wenn man sich das hier anschaut, also die Tanksachen sind eben komplett eben nur auf Leben und man kann das eben nur umwandeln auf diese Krieger-Variante, aber nicht auf diese Tank-Variante mit Stärke und Konstitution, wobei eben hier die Konstitution deutlich im Nachteil ist. Ne? Also das ist ein bisschen schade, da fehlt eigentlich eine Marke für Tanks. Bisschen mies. Aber im Großen und Ganzen bin ich erstmal froh, ich habe es geschafft hier. Für Damage-Dealer, für Heiler ist quasi alles da. Ja, wie gesagt, für Tanks, die müssen halt ordentlich reincashen, weil die Klamotten deutlich teurer sind. Leider. Da muss man halt den Tanks im Idealfall noch ein bisschen zur Seite stehen und mit Questen gehen. Und ja, ich würde sagen, Rinje hauen macht fertig hier den Kommandanten. Und wir sehen uns dann im Livestream auf Twitch oder im nächsten Video. Bis dahin.